Leute, ich habe heute bei der Post ein Paket abgeholt. Da drin sind meine Kontaktlinsen und weil ich das erste Mal bei diesem Online-Shop bestellt habe, wollte ich euch einfach mal ein bisschen erzählen, wie ich das so fand und wie mir das gefallen hat. Als erstes vielleicht mal der Name. Also ich habe bei iCandy.com bestellt. Ich habe da einige Reviews drüber gelesen. Es gab eigentlich ganz viele, die da eine gute Meinung von hatten. Und deswegen habe ich gedacht, okay, probiere ich das einfach mal aus. Wo ich das erste Mal Kontaktlinsen bestellt habe, habe ich halt Kontaktlinsen für mein Asuna-Cosplay bestellt. Und genau die gleichen wollte ich halt gerne wieder bestellen. Und iCandy war einer der wenigen Shops, wo diese Kontaktlinse, die ich halt damals gekauft habe, zurzeit nicht ausverkauft ist. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich diesen Shop gefunden habe. Und dann habe ich auch noch als zweites Kontaktlinsen für mein nächstes Cosplay bestellt. Das wird Perona sein. Ja genau, und iCandy war einfach der einzige Shop, wo ich halt für beide Cosplays Kontaktlinsen gefunden habe, die nicht ausverkauft waren. Die Auswahl und Verfügbarkeit fand ich also schon mal sehr, sehr gut. Das erste, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass man nur mit Kreditkarte bezahlen konnte. Also ich selber habe keine Kreditkarte. Ich hatte zum Glück einen Kumpel, der mir geholfen hat und über dessen Kreditkarte habe ich das dann sozusagen bestellt. Ich finde aber es halt eigentlich nicht so gut, wenn ein Shop nur Kreditkarte als Bezahlmöglichkeit anbietet. iCandy hat auch ein bisschen was dazu geschrieben, warum sie das so machen, aber ich finde heutzutage ist PayPal einfach die Variante, die man eigentlich immer anbieten kann und die eigentlich auch jeder hat sozusagen. Aber gut, das hat ja irgendwie trotzdem funktioniert. Das fand ich halt leider nicht so cool, sag ich mal, aber irgendwie konnte ich es halt lösen. Aber wenn man jetzt niemanden kennt, der eine Kreditkarte hat, dann ist das schon ziemlich doof. Ich weiß, dass zum Beispiel in den USA das halt ziemlich verbreitet ist, dass jeder eine Kreditkarte hat. Aber hier in Deutschland ist das halt einfach nicht so. Hier haben halt, glaube ich, die wenigsten Leute wirklich eine Kreditkarte. Also ich würde jetzt spontan zwei Leute kennen und das eine davon ist ein Familienmitglied von mir. Deswegen... Das Paket sieht so aus. Also es hat eine schöne pinke Verpackung auch. Ich bin mal gespannt, was mich dann jetzt da drin erwartet. Und ich packe das jetzt einfach mal aus. Also es ist sehr, sehr gut zugeklebt. Oh mein Gott. Okay. Es kleben eher meine Hände dran fest, als dass es aufgeht. Ich habe nur die Luftpolsterfolie kaputt gemacht. Okay, also die Verpackung ist sehr, sehr gut zugemacht, aber ich habe es jetzt aufbekommen. Ist es... ja, ich hole einfach mal raus, was da drin ist. Die Firma, von der ich bestellt habe, heißt Geomedics oder Medicine oder irgendwie, auf jeden Fall irgendwas mit Geo. Und ich mag die Geo-Kontaktlinsen sehr gerne, weil ich hatte jetzt schon welche davon, die haben super ausgesehen. Ich habe ja blaue Augen und Asuna hat halt braune Augen. Und meine letzten Kontaktlinsen haben halt die blauen Augen so gut überdeckt, sag ich mal, dass es wirklich aussah, als hätte ich braune Augen gehabt. Und deswegen wollte ich genau die Kontaktlinsen nochmal haben, weil ich halt wusste, dass das gut aussehen wird. Und ich bin halt so jemand, wenn ich einmal was probiert habe und mir das gefallen hat, dann bin ich schwer von anderen Dingen zu überzeugen. Also ich habe hier mehrere Sachen. Ich schaue gleich einfach mal. Als erstes habe ich hier das hier. Ich packe das mal aus. Ich weiß nicht genau, welche das jetzt sein werden. Okay, also ich habe die jetzt ausgepackt. iCandys, die haben da sehr gute Arbeit geleistet, was die Verpackung angeht. Das sind einmal die. Da steht jetzt drauf Magic Color Crazy Lens. Ja. Ich schau mal. Geomedical heißt übrigens die Firma von den Kontaktlinsen, also von beiden. Und ich glaube, das hier sind sogar schon die schwarzen. Wir haben hier einmal ein Behälterchen. Ich glaube, man konnte bei iCandy aussuchen, ob man jetzt irgendwie noch einen süßen Tierbehälter oder sowas dazu haben will. Aber ich habe einfach die Standarddinger genommen, weil ich meine, es ist nur ein Kontaktlinsenbehälter. Das Einzige, was sich vielleicht noch gelohnt hätte, es gab auch die Option, einen Kontaktlinsenbehälter mit Spiegel zu kaufen. Aber ich habe so viele kleine Spiegel, dass ich mir dachte, okay, nein, nein, die 3 Euro spare ich mir jetzt noch oder was das gekostet hat. Und dann habe ich hier zwei Linsen. Das sind jetzt schwarze Linsen. Also ich bin dann mal sehr gespannt, wie das aussehen wird. Die sind ohne Sehstärke. Also eigentlich habe ich eine minimale Sehstärke von minus 0,75. Aber die gab es nur ohne. Und eigentlich, also ich trage jetzt auch keine Kontaktlinsen und ich kann alles gut sehen. Deswegen ist es nur, wenn ich wirklich irgendwie was lesen muss oder so, dann brauche ich halt Sehstärke. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme die einfach ohne. Das läuft auch. Beziehungsweise gab es sie ja nur ohne. Ich bin dann mal gespannt, wie das aussehen wird, wenn ich die drinne habe. Also... An sich ist die Sache, wie ich Pironas Augen schminke, mir noch ziemlich
unklar, sage ich mal. Also mal sehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde, aber ich habe erstmal die Kontaktlinsen bestellt. Dann habe ich hier die anderen Kontaktlinsen. Oh Gott, also iCandy hat echt sehr, sehr gute Arbeit geleistet, was die Verpackung angeht. Das kriegt man hier immer gar nicht so einfach auf. Die haben das sehr, sehr gut mit Luftpolsterfolie eingewickelt. Nochmal und nochmal und nochmal scheinbar. Und wenn wir das ausgepackt haben, dann sieht das Ganze so aus. Also da sind die zwei Kontaktlinsen drin und auch nochmal ein Behälterchen. Ich werde das auch nochmal kurz rausholen. Das sind ja die gleichen, wie ich letztes Mal schon bestellt hatte, nur halt von Geomedical direkt. Und dann haben wir hier einmal, ja, steht auch nochmal drauf, Geomedical, zwei Kontaktlinsen. Und was steht hier so drauf? Bla bla bla. Ja, also hier steht jetzt auch nicht so viel drauf. Hier steht jetzt eigentlich nichts nochmal, ob die eine Sehstärke haben oder nicht. Also das finde ich ein bisschen komisch. Aber ja, also ich habe die auf jeden Fall mit Sehstärke minus 0,75 bestellt. Was halt auch meine normale Kontaktlinsen-Sehstärke ist, wenn ich dann welche habe. Und das sind halt eigentlich die gleichen, wie ich sie letztes Mal schon hatte. Mit denen war ich sehr, sehr zufrieden. Wenn ich die diesmal sogar noch ein bisschen besser pflege als letztes Mal, kann ich die auch sogar ein ganzes Jahr nehmen und nicht nur ein halbes Jahr. Weil letztes Mal habe ich meine Kontaktlinsen dann einfach irgendwann vernachlässigt und dann konnte man die nicht mehr nehmen. Also das ging dann nicht mehr. Und dieses Mal werde ich die auf jeden Fall besser pflegen, dann geht das auch. Dann ist hier auch nochmal einfach so ein Standardbehälter. Also ich denke mal, das läuft schon mit diesen Standardbehältern. Also sehr süß verpackt alles und auch alles dabei sozusagen. Was haben wir hier dann noch? Genau, zwei Sachen. Also was ist das hier? Einmal noch sozusagen eine kleine Infokarte. Oh, okay. Also hier auf der Vorderseite ist wie eine Infokarte, da stehen dann nochmal Facebook, Instagram und die Webseite verlinkt. Es heißt übrigens iCandies.com, aber Candies auch nicht mit I-E-S, sondern Y-S. Also iCandies sozusagen, also von iCandy, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall iCandies.com. Und hier auf der Rückseite steht dann nochmal eine E-Mail-Adresse, falls man irgendwie Hilfe braucht. Also need help, mail to hello at iCandies.com for assistance. Keine Ahnung, was genau man die dann fragen kann, beziehungsweise inwieweit die einem dann weiterhelfen können, aber naja. Und auf jeden Fall, was aber sehr cool ist, keep track of your lenses. Das heißt, wahrscheinlich kann man hier eintragen, weil man die das erste Mal eingesetzt hat. Also man könnte jetzt hier reinschreiben black oder brown oder ich schreibe schwarz und braun, weil ich bin ja deutsch. Und kann dann eintragen, an welchen Tag ich die das erstmal benutzt habe, damit ich dann wirklich sehen kann, okay, jetzt ist ein Jahr rum oder so. Also das finde ich echt ganz praktisch. Und dann haben wir hier noch ein, was ist das? Circle Lens Wearing Care Guide. Okay, das sieht so aus. Es ist schon mal auf Englisch, damit es halt auch jeder verstehen kann. Hier drin wird, glaube ich, nochmal erklärt, wie man dann mit seinen Kontaktlinsen umgeht. Es sind halt einfach nochmal ein paar Hinweise zum Tragen drin, wie lange man die tragen soll, wie man die reinmachen soll. Wahrscheinlich auch einfach, damit iCandies sozusagen abgesichert ist von ihrer Seite, dass sie die Leute richtig informiert haben. Genau, und das ist eigentlich schon alles, was da drin ist. Ja, und ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich finde, die Verpackungen sind sehr, sehr süß gemacht, aber ich denke mal, das hier ist so eine Standardverpackung. So wird iCandies die wahrscheinlich auch von Geomedical kaufen. Und hier finde ich es halt sehr cool, dass sie auch nochmal sozusagen das in eine kleine Extra-Verpackung gepackt haben. Und wie gesagt, dieses Kärtchen finde ich sehr, sehr gut. Also ich bin mit dem Inhalt und der Verpackung sozusagen sehr zufrieden. Und ich meine, es ist eine pinke Verpackung, damit könnte ich nicht weniger zufrieden sein. Also ich habe das Paket jetzt von der Post abgeholt in der Hand gehabt und dachte mir so, oh, wie süß ist das denn? Deswegen, ja, allein da freut man sich schon. Vielleicht was zum Versand. Also, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich keine Versandkosten bezahlt. Falls das nicht der Fall ist, blende ich dann hier ein, wie viel Versandkosten ich bezahlt habe. Ich habe sozusagen nur die Linsen jeweils bezahlt. Die haben beide ungefähr jeweils 22 Euro gekostet. Also insgesamt habe ich, glaube ich, 45 Euro bezahlt. Und naja, das Ding ist halt, es ist nicht so viel günstiger, als wenn ich sie irgendwo hier in Deutschland gekauft hätte. In Deutschland habe ich einerseits keine Jahreslinsen gefunden, egal in welche von den beiden Farben. Also ich wollte halt genau so einen Braunton haben. Und da habe ich eigentlich fast gar keine anderen Kontaktlinsen gefunden, die mir gefallen haben. Also es gab in Deutschland noch einen anderen Online-Shop, wo man halt schwarze Kontaktlinsen hätte bestellen können.
aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das Jahreslinsen waren und außerdem hätte ich da halt dann auch Versandkosten bezahlen müssen und da ich die sowieso schon bestellen wollte, dachte ich mir, okay, dann bestelle ich die einfach zusammen und spare mir einmal Versandkosten und dann war es bei iCandys halt auch so, dass ich gar keine Versandkosten bezahlt habe und dann dachte ich mir einfach, okay, das ist eigentlich ideal. Von den Lieferzeiten her, ich habe die so Mitte, Ende Januar bestellt und wir haben heute den 19. Februar. Das heißt ein bisschen mehr als 20 Tage, würde ich sagen. Also man muss ja auch immer so ein bisschen so die Wochenenden abziehen. Also es ist jetzt nicht mega schnell, aber es ist auch nicht mega langsam. Also ich würde schon sagen, dass es dafür, dass es glaube ich aus... Dafür, dass es aus Asien kommt, ist es schon relativ schnell gewesen, würde ich sagen. Also es sind Standardlieferzeiten. Ich hätte halt auch Expresslieferungen nehmen können, die wäre dann teurer gewesen, beziehungsweise hätte sie überhaupt was gekostet. Also vielleicht nochmal zusammengefasst. Preislich fand ich sie in Ordnung. Nicht günstiger, als wenn ich sie irgendwo in Deutschland gekauft hätte, aber auch nicht teurer. Versandkosten fand ich ideal, weil es halt nichts gekostet hat und Versanddauer dementsprechend sozusagen. Verpackung war sehr, sehr gut. Also auch alles sicher verpackt und tausendmal in Luftpolsterfolie eingewickelt und super zugeklebt und alles, damit nichts kaputt gehen kann. Zubehör, sag ich mal, also was jetzt noch so mit drin war. Die Behälter sind, glaube ich, eigentlich Standard. Denn das hier ist gerade für Anfänger wahrscheinlich auch nochmal sehr, sehr hilfreich. Und wie gesagt, also diese Karte hier, das finde ich richtig, richtig gut. Das bin ich auch sehr froh, dass sie das mit dazu geschickt haben. Das Einzige, was ich halt wirklich bemängeln würde, war die Bezahlweise. Dass man nur mit Kreditkarte bezahlen kann sozusagen, das ist das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, das finde ich negativ. Ich liebe diese Verpackung, ich weiß nicht warum. Es glänzt und es ist pink und es ist Luftpolsterfolie. Wenn ihr noch irgendwie Fragen zu Kontaktlinsen habt, dann schreibt mir die doch gerne in die Kommentare. Vielleicht werde ich kurz vor der LBM so ein Video machen, von wegen, wie mache ich meine Kontaktlinsen in die Augen. Weil ich kann das zum Beispiel nicht, dass ich mir auf die Pupille fasse. Also das kriege ich nicht ganz hin. Ich mache das ein bisschen anders. Meine Kontaktlinsengeschichte ist sehr abenteuerlich. Das geht von mir ist mega schlecht und ich würde mich am liebsten übergeben bis zu zack, in einer Sekunde ist die Kontaktlinse drin. Und wenn das jemanden interessiert, würde ich auch ein bisschen was dazu erzählen, wie man am besten Kontaktlinsen reinmacht. Und wenn ich das hinkriege, könnte ich die auch versuchen, vor laufender Kamera reinzumachen. Und ansonsten... war's das für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Yay!